Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Schlagzeilen. Mein Kanal heißt Mohrenkopf und Zigeunerschnitzel und wer schon mal reingeschaut hat die letzten Tage, wird festgestellt haben, dass der gute Steve halt mit diesem Schlagzeilen-Podcast was Neues begonnen hat. Ich lese, wie gesagt, diese Schlagzeilen vor. Es kommt jetzt am Anschluss kommt auch noch einen kleinen Trailer, den ich reingestellt habe. Ich lese jetzt mal einfach die entsprechenden Schlagzeilen vor. Moment. So, da haben wir es. Also für heute Schlagzeilenübersicht, Montag, den 18.03.2024. Schröder unterstützt Scholz in Taurus-Debatte Saarbrücker Zeitung. Jeder zweite Haushalt betroffen. Habeck hat neuen Plan mit den Gasheizungen. Fokus. Eilverfahren Süddeutsche Zeitung. Aus Daten wird Geld gemacht. Taz. Ein Organspenderegister mit Hürden. FAZ. Schröder unterstützt Scholz in Taurus-Debatte T-Online. Ähnlich wie oben. Martin Sellner in der Schweiz festgenommen und abgeschoben. Elon Musk springt ihm bei. Berliner Zeitung. Er bereitet den Weg für neue Gewalt. Zeit Online. Die ARD-Tagesschau will Nachrichten so texten, wie man sie seinen Nachbarn am Gartenzaun erzählen würde. Neue Züricher Zeitung und schlussendlich Julia Nawalnaja für Stimmabgabe vor russischer Botschaft in Berlin. MSN. Okay, soweit so gut. Dann würde ich aber sagen, beginnen wir nach einem kleinen Trailer, der jetzt eingespielt wird. Und wenn ihr den überspringen wollt, geht einfach eine Minute vor und dann beginnen wir mit dem Podcast. So, okay. Willkommen auf meinem kleinen Kanal Mohrenkopf und Zigeunerschnitzel. Mein Name ist Stefan Hallerbach. Ich bin Grafikdesigner und wohne hier in Utting am Ammersee im schönen Bayern. Mein neuer Podcast heißt Schlagzeilen. Und darin lese ich euch Schlagzeilen, die von mir ausgesucht werden, täglich neu natürlich, aus den deutschsprachigen wichtigen Medienblättern. Auch ARD, ZDF können mal dabei sein, auch Züricher Neue Zeitung können dabei sein. Und gebe dazu meine Assoziationen, die spontan dann beim Vorlesen mir so einfallen, an euch weiter. Wenn es euch gefällt, gerne Daumen hoch, auch ein Abo würde ich mich drüber freuen. Kommentarfunktion ist offen, könnt ihr reinschreiben, würde mich auch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Also, bis denn. Ich gehe jetzt an den Rechner. Hier, ich beginne aber mit der Saarbrücker Zeitung. Schröder unterstützt Scholz in Taurus-Debatte. Berlin, Scholz macht es mit dem Taurus so wie einst Schröder mit dem Irakkrieg, sagen viele. Jetzt schaltet sich der von der SPD-Spitze ausgegrenzte Altkanzler in die Debatte ein und lobt nicht nur Scholz. Da haben wir den guten alten Kanzler. Und wie ihr wisst, gibt es persönliche Verbindungen von Schröder zu Putin. Ich glaube, Putin ist entweder auch Patenonkel bei einem von Schröders Kindern oder umgekehrt, kann ich jetzt nicht genau sagen. In jedenfalls sind die beiden auch befreundet. Waren es jedenfalls mal. Nach Ausbruch des Krieges wollte man, dass Schröder sich entfreundet von Putin. Das hat er nicht getan. Das hat Charakterstärke gezeigt und eigentlich war der Westen auch gut beraten, diesen Kanal auch nicht zu zerstören. Und Schröder hat dafür viel Prügel eingesteckt. Und ja, was soll ich sagen? Natürlich unterstützt er Scholz bei der Taurus-Debatte. Schröder gehört zu den SPDlern, die noch im Sinne einer alten SPD gedacht haben, nämlich in Annäherung an Russland aufgrund historischer Gegebenheiten und so weiter. Und die SPD, ich muss es nochmal sagen, ich bin überhaupt kein Scholz-Freund, aber hat sich bisher ganz wacker geschlagen und sich nicht da vor den Karren von irgendwelchen ja, seltsamen Leuten wie Strack-Zimmermann etc. pp. Spannen lassen. Auch die CDU völlig Banane, was sie da machen, meiner Meinung nach, dass sie quasi eine
ja, eine Eskalationsspirale weiter antreiben wollen, weil mit dieser Taurus-Lieferung wären wir mit einem Bein mindestens im Krieg mit Russland. Ja, dazu gibt es einige oder viele Podcasts auch schon, viele gute Beiträge. Wie gesagt, ich stelle nur die Schlagzeilen vor und tue noch ein bisschen was dazu sagen und verlinke auch die entsprechenden Artikel, sofern sie frei sind, nicht hinter einer Bezahlsperre liegen. So, dann gehen wir mal weiter. Fokus. Ja, okay. Zurück zum Artikel. So, jeder zweite Haushalt betroffen. Habeck hat neuen Plan mit den Gasheizungen. Okay. Auf Millionen Gaskunden in Deutschland kommt im Laufe der nächsten Jahre eine Menge Arbeit zu, denn das Deine Kleidung hat ihre Magie verloren? Gasnetze im Laufe des Herr nächsten Woll und der erneuert nächsten sie in 20 nur Jahre 10 Fassen Wäschen. zurückzubauen. Wohnungen und Häuser Neu? müssen gehen, sofort Nein, umgerüstet mit Herr Woll werden. gewaschen. Das Wirtschaftsministerium um grünen Politiker Robert Habeck plant, die Gasnetze im Laufe der nächsten 20 Jahre drastisch zurückzubauen. Wohnungen und Häuser müssen demzufolge umgerüstet werden. Dies betrifft jeden zweiten Haushalt. Laut einem 23-seitigen Papier des Wirtschaftsministeriums mit dem Titel Transformation Gas-Wasserstoff-Verteilernetze will die Regierung die Gasnetze bis 2045 drastisch zurückbauen. Konkret heißt es laut Bild-Zeitung, Zitat, Gasverteilernetze für die bisherige Erdgasversorgung werden dann in der derzeitigen Form und Umfang nicht mehr benötigt. Heißt für Gaskunden, irgendwann bleibt das Gas aus. Somit werden Millionen Mieter und Eigentümer mit Gasheizungen im Laufe der nächsten 20 Jahre umrüsten müssen. Den Bürgern soll laut Bild, Zitat, hinreichend Zeit gegeben werden, um sich auf die Umstellungen vorzubereiten und zu reagieren. Auch finanzielle Hilfen soll es geben. Ein genauer Zeitplan ist derzeit aber noch nicht abgesteckt. Ihre Finger mit im Spiel haben, dann ist es immer schwierig, eine für die breite Bevölkerung Die Anzahl der Deutschen, die auswandern, wächst jährlich. Jedoch gibt es auch jene, die zurückkehren, oft enttäuscht und mit zerplatzten Träumen im Gepäck. Wie Vanessa Schulz, die zusammen mit ihrem Ehemann auf die Karibikinsel Curaçao ausgewandert war. Schulz und ihr Mann hatten geplant, ein Touristenresort mit Tauchbasis zu übernehmen. Nach einigen bürokratischen Hürden und Renovierungsarbeiten begannen sie jedoch, Probleme in ihrer Ehe zu haben. Dies führte dazu, dass Schulz sich entschied, ihren Ehemann zu verlassen und nach Deutschland zurückzukehren. Schulz fand bei ihrer Rückkehr nach Deutschland viele Dinge fremd. Corona hatte viel verändert und das Land, das sie verlassen hatte, war nicht mehr dasselbe. Trotz finanzieller Einbußen und der Herausforderungen des Alltags in der fremden Umgebung entschied sie sich für eine Rückkehr nach Deutschland, wo sie bessere berufliche Perspektiven und Weiterbildungschancen sah. Auch Brasilien, auch noch andere Länder, Indien, die halten sich vornehm zurück. Die neue Koalitionsregierung unter Premierminister Christopher Laxon hebt in Neuseeland ein landesweites Rauchverbot auf. Dieses hatte die Vorgängerregierung unter Jacinda Ardern eingeführt, um eine rauchfreie Generation bis 2025 zu fördern. Die Entscheidung fällt im Rahmen eines 100-Tage-Plans und soll am Dienstag umgesetzt werden. Das Rauchverbot, welches als Süddeutsche Eilverfahren. Nun, um was kann es gehen? Ich gehe mal kurz runter. Naja, AfD, klar. Wenn Thüringen gewählt hat, könnte die AfD nicht nur stärkste Kraft sein, sondern auch das Landesverfassungsgericht attackieren. Über die sehr drängende Frage, wie schützt man das Recht vor Extremisten? Okay, also in dem Zusammenhang finde ich es wieder besonders interessant. Extremisten, AfD. Gut, die Querverbindung wird unterstützt durch den Verfassungsschutz, der entsprechende Einstufung getätigt hat. Kann man auch lange drüber überlegen. Haldenwang, Thomas, der jetzige Chef des Verfassungsschutzes, ist meiner Meinung nach ein Emporkömmling, ein Karrierist, der auf die richtigen Karten gespielt hat und der im Sinne einer politischen Agenda agiert. Er hat nicht viel vorzuweisen, man kann es gern bei Wikipedia googeln, ich habe es auch schon mal gesagt. Also sehr, sehr seltsam, dass dieser Mann diese Position eingenommen hat. Er hat sie aber eingenommen und auch da muss man sagen, okay, wenn hier Vorwürfe laut werden, das Landesverfassungsgericht könnte attackiert werden von Extremisten, dann muss man sagen, ja, man könnte natürlich auch sagen, von der Regierung wurde ein Georg Maaßen attackiert und abgesägt. Man könnte auch vieles andere noch sagen, was von der
jeweiligen deutschen Regierung gemacht worden ist, was im Nachhinein, ich denke immer wieder an Corona, meiner Meinung nach der Lackmustest schlechthin für unsere Gesellschaft gewesen und wir haben grandios verloren oder versagt. Okay, also wie gesagt, ich verlinke immer die ganzen Artikel. Es kann aber sein, dass der hier leider unter einem, unter einem bezahlt Sperre liegt. Insofern kann man natürlich auch gucken, wo man andersweitig mehr dazu erfährt. Ihr könnt auch gerne eure Meinung dazu in den Kommentarleisten reinschreiben. Ich gehe mal weiter. Aus Daten wird Geld gemacht. Die Taz. Die EU hat sich auf eine elektronische Patientenakte geeinigt. Die bietet aber kaum Möglichkeiten zum Widerspruch und hilft vor allem den Unternehmen. Mal gucken, was wir noch haben. Wer nur einmal im Jahr mit einer Erkältung zur Hausärztin geht, regelmäßig zur Vorsorge und sich sonst von Praxen fernhalten kann, wird vermutlich denken, was sollte schon passieren, wenn Gesundheitsdaten digitalisiert werden und diverse Akteure drauf zugreifen können und so weiter. Okay, ganz klar, es geht in die Richtung des Datenmissbrauchs und letztendlich bin ich einigermaßen konform mit der Taz, die dieses halt erhebt, als Problem darstellt. Und tatsächlich ist es ein Problem, wenn alles digitalisiert wird und man quasi genötigt wird, auch einen digitalen Impfpass, der natürlich viel mehr Daten beinhaltet, und wie die normale Scheckkarte oder wie früher der normale Krankenschein, und man weiß auch gar nicht, wer drauf zugreifen kann oder die Rechte oder auch nicht die Rechte hat und trotzdem drauf zugreift, und was da überhaupt drin steht, sieht man ja auch nicht wirklich, ja, und wo die Kanäle sind, wo die Informationen hingehen, ja, ich denke auch wieder an Corona, was wäre gewesen, wenn man komplett digitalisiert worden wäre vorher schon und man irgendwo ins Ausland fahren wollte, wäre nicht gegangen, ja, weil durch die digitalen Einträge direkt an der Grenze, auch an der grünen Grenze, per Satellit und per Hubschrauber man natürlich hätte gefasst werden können. Jetzt können natürlich Kritiker sagen, meiner einer, also dass meine Meinung hier ja eigentlich gegen damals galtendes Recht verstößt oder spricht, aber es ist einfach so. Es gibt diesen Spruch, so viel Staat wie nötig und so wenig Staat wie möglich. Und das beinhaltet auch die Digitalisierung. Und ich wage zu prognostizieren, allein durch die KI-Entwicklung der letzten Monate und Jahre, die explosionsartig immer mehr Möglichkeiten aufstellt, werden wir noch große Probleme bekommen mit unseren Daten, die dann irgendwo digital bei irgendwelchen Ämtern oder Unternehmen liegen. Was ihr dazu meint, könnt ihr gerne auch bei mir jetzt reinschreiben. Ich habe es verlinkt. Hier unten auch nochmal den Artikel der FAZ. Gehen wir mal weiter. Frankfurter Allgemeine Zeitung, die FAZ, ein Organspenderegister mit Hürden. Das ist ein Lieblingsthema von mir und auch von meiner Lebensgefährten. Das bundesweite Organspenderegister nimmt seine Arbeit auf. Es soll wie ein Organspendeausweis funktionieren und die Zahl der Organspende erhöhen. Fachleute sind skeptisch. Also bei der Organspende bin ich grundsätzlich skeptisch. Ich könnte es mal versuchen reinzuhalten. Ja, ich habe mich auch tätowieren lassen. Hier sieht man es. Ja. Ich gebe also keine Organe weiter. Warum das so ist, kann man gerne bei einer Initiative nachlesen. KAO nennt sich die. Mal gucken, ob ich den Link da auch reinstellen kann. Tatsache ist, Organe werden am lebenden Körper entnommen, nicht am toten. Wenn es so wäre, dass man am toten Körper die Organe entnehmen könnte, bräuchte man so ein Organspenderegister nicht, weil jedes Jahr allein in Deutschland knapp 1 Million Menschen sterben. Ja. Man hat halt den Kniff, den juristischen Kniff der Umformulierung des Todes. Also ihr wisst ja, ja, Hirntod und also vom Gesetzgeber definierte Rahmenbedingungen, die den Tod nimmer als Tod, sondern als eine, ja, Lebensform, die nie mehr irgendwo ein normales Leben führen kann,
Da möchte ich jetzt gar nicht weiter ausholen. Ich habe gerade ein bisschen nachgedacht, ob ich es jetzt sollte. Mache ich jetzt aber nicht. Wie gesagt, die Frage ist halt die, überlegt euch selber, wer sich mit Organspende noch nicht beschäftigt hat, warum hat man die Widerspruchslösung versucht einzuführen, warum tun sich viele Leute überhaupt gegen Organspende stellen, was ist überhaupt Organspende? Dazu nur gesagt, mit den ersten Herztransplantationen, damals in Südafrika, kam dann erfolgreichen, muss man sagen, aber der Mann hat, glaube ich, nicht lange gelebt. Nach der Transplantation kamen dann halt rechtliche Bedenken auf und man hat gesagt, ja, eigentlich ist der Körper ja noch am Leben, er muss am Leben sein, ansonsten könnte man das Organ gar nicht verwenden, das würde sofort absterben, das wäre gar nicht mehr verwendbar. Also der Körper als solcher muss am Leben sein und um da die entsprechenden Chirurgen straffrei zu halten, kam man dann auf die Idee des Hirntodes, ja. Mittlerweile gibt es ganz, also es wird übrigens auch nie ein Totenschein ausgestellt werden für einen quasi Hirntoten, ganz klar, weil er noch nicht tot ist. Er ist nur in einen Zustand versetzt worden, dass erstens der operierende oder der transplantierende Arzt nicht ins Gefängnis geht und ja, man die Möglichkeit überhaupt hat. Ansonsten wäre es nämlich Mord. Ganz klar. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein ganz großes Feld und das würde jetzt hier zu lange dauern. Ich lese ja nur die Schlagzeilen vor, Assoziation und gehe dann weiter. So, Süd. Na. Moment. Okay, da haben wir nochmal Schröder bei der T-Online. Schröder unterstützt Scholz im Taurus-Debatte. Okay, ich habe schon genug eigentlich vorher dazu gesagt, was hier noch steht. Scholz mache es mit dem Taurus so wie einst Schröder, mit dem Irakkrieg, sagen viele. Jetzt schaltet sich der von der Altkanzler in die Debatte ein und lobt nicht nur Scholz. Ihr merkt, also meine Zunge hat immer noch ein paar Knoten, ich arbeite aber dran, ja. Okay, also da muss ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ist nur interessant, dass auch andere Portale oder Medien halt genau das aufgreifen. Und finde ich auch wichtig, weil es geht eigentlich um die Existenz von uns allen. Wenn da Fehler gemacht werden die sind eigentlich leider auch zu befürchten, dann geht es uns allen schlecht. Okay, Berliner Zeitung, Martin Sellner, in der Schweiz festgenommen, abgeschoben, Elon Musk springt ihm bei. Die Schweizer Polizei stürmte eine Veranstaltung, auf der Sellner einen Vortrag über Remigration hielt. Nun stellt der Tesla-Milliardär die Rechtmäßigkeit der Aktion in Frage. Was mich da fast mehr interessiert, aber ich tue noch den Anfang des Artikels lesen, der rechtsextreme österreichische Autor Martin Sellner ist während eines Vortrags in der Schweiz festgenommen und anschließend nach Österreich abgeschoben worden. Auf seinen Kurznachrichtendienst X, also Twitter, zog Elon Musk die Rechtmäßigkeit der Aktion der Schweizer Behörden in Zweifel. Ist das legal? Fragezeichen, fragte er unter einem Video, dass die Auflösung der Veranstaltung und die Abführung Sellners zeigt. Sellner sprach noch, während die Polizei offenbar den Strom im Gebäude unterbrach und dann in die Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Okay, für mich interessant sind hier zwei Sachen. Also Martin Sellner, der quasi Mitprotagonist des Korrektivskandals war ja von Remigration auf einem sogenannten Geheimtreffen sprach, was eigentlich kein geheimes Treffen war in Potsdam, wird wegen seiner Meinung der Remigration oder der Wichtigkeit der Remigration, über die er halt entsprechend redet und schreibt, halt als rechtsextrem eingestuft. Ja? Und meiner Meinung nach ist er es, solange es sich nur darum handelt, ich bin jetzt kein Martin Sellner Fan oder Leser oder was weiß ich, weiß also jetzt nicht ganz so viel über ihn, aber meiner Meinung nach, wenn er nur wegen dem Wort Remigration so in den Fokus geraten ist, Extremist zu sein, ist das schon sehr fragwürdig, weil auch die SPD, auch die Union, wenn sie auch nicht das Wort Remigration jetzt mehr benutzt, weil es als Unwort des Jahres deklariert worden ist, halt aber auch von Abschiebung
spricht von Zurückführung oder wie auch immer die Worte. Es geht immer um dasselbe und vor allen Dingen geht es darum, dass illegal sich hier Aufhaltende zurückgeführt werden sollen. Ja, das ist zunächst mal die Grundtendenz der Remigration, was in einem Rechtsstaat im Prinzip eigentlich eine normale Sache sein sollte. Die Frage, hat er von Deportation geredet, halte ich für abwegig. Also ich war auch nicht dabei, ähnlich wie Korrektiv nicht dabei war, aber das glaube ich eher nicht. Wenn es so wäre, wäre es eine schlimme Sache, überhaupt keine Frage, aber die reine Tatsache, dass man nicht legale Menschen möchte zurückführen aus oder in das jeweilige Herkunftsland, sollte eigentlich in unserer Gesellschaft nicht dazu führen, dass Leute Schnappatmung bekommen, dass Leute mit rechtsextremistischen Vorwürfen um sich schmeißen. Aber leider ist es so. Okay, im Moment wird es auch nicht sich anscheinend ändern können. Jetzt gehen wir mal weiter. Er bereitet auf Z-Online. Er bereitet den Weg für neue Gewalt. Donald Trump wird auch bei dieser Wahl keine Niederlage akzeptieren. Seine Drohung in diesem Fall, werde es ein Blutbad geben, ist mehr als Show. Sie ist Strategie. Okay, so weit, so gut. Tatsächlicherweise ist es Show. In Amerika ist vieles, was Politik betrifft, noch mehr Show wie bei uns. Das mit dem Blutbad ist, soweit ich, es ist leider eine Bezahlschranke, ist Donald Trump zurechnungsfähig. Darüber darf man spekulieren. Seine Reden folgen keinem Skript. Sie wirken oft wirr und unzusammenhängend. Er verwechselt Joe Biden mit Barack Obama. Naja, also Joe Biden hat auch schon vieles verwechselt, auch wo er ist oder war und was er gerade wollte sagen. Also ich glaube nicht, dass Donald Trump unzurechnungsfähig ist. Er ist ein rhetorischer Meister. Er benutzt einfachste Sätze, er benutzt klare, simple Formulierungen, die auch beim Normalvolk, dem amerikanischen Normalvolk, das angeblich weniger gebildet ist wie unser Normalvolk, aber das ist eine andere Geschichte, dann hängen bleiben. Ja? Und ich habe es gestern oder vorgestern auch schon mal gesagt, also Trump ist einfach weniger Politiker wie denn Geschäftsmann und entsprechend amerikanischer Geschäftsmann wohlgemerkt. Ja? Entsprechend handelt er. Ja? Also er ist knallharter Geschäftsmann und zieht sein Ding gnadenlos auch durch. Ob er mit seinen Aktionen dann, wenn er mal zum Beispiel Präsident wieder werden sollte, oder man kann auch rückblickend gucken, was hat er denn Böses angerechnet während seiner Präsidentschaft, dann findet man gar nicht so viel, was schlimm war. Ja, da könnte man eher Biden unterstellen, dass er die Ukraine-Konflikte oder den Ukraine-Konflikt mit angeheizt hat und auch gegen China quasi in Position getreten ist, sodass man auch da Angst haben musste, dass ein dritten Weltkrieg beginnen könnte, war unter Biden eher wie unter Trump. Wie gesagt, auch das verlinke ich. Gehen wir mal weiter. Neue Zürcher Zeitung, die ich wirklich gut finde, meistens, nicht immer, aber so ist das halt. Die ARD-Tagesschau will Nachrichten so texten, wie man sie seinen Nachbarn am Gartenzaun erzählen würde. Echt jetzt? Fragezeichen. Einfache Sprache ist in Mode. Das finde ich übrigens interessant im Zusammenhang mit Trump, ja, der nämlich eine einfache Sprache rhetorisch bewusst einsetzt. Ja. Auch die News-Sprecher im Ersten sollen zukünftig oder künftig umgangssprachlicher sprechen. Genauso stört das Pult. Aha, da ist Distanz zum Publikum markiere. Braucht es diese erzwungene Nähe? Okay, lesen wir mal nach da unten. Tagesschau, der ARD will ihrem Publikum näher kommen. Deshalb sollen die Nachrichten künftig in sogenannter Sprechsprache vorgetragen werden. Das bedeutet, dass so gesprochen wird, wie man im Alltag spricht. Keine fremden Worte, keine komplizierten Sätze. Um alles in der Welt, keine abgehobene Akademikersprache, ein bisschen so halt wie einem der Schnabel gewachsen ist. Prinzipiell würde ich das halt auch unterstützen, weil die Tagesschau und alles, was die und CDF produzieren, sind ja nicht nur für Akademiker gedacht, sondern eigentlich eher sogar für das Normalvolk, das mit seinen Alltagssorgen eh schon oftmals am Anschlag ist und auch nicht die Zeit und die Muße hat, sich dann noch mit Fremdworten und verschachtelten Sätzen und komplizierten Sachverhalten
auseinanderzusetzen. Und eigentlich, ja, hätte ich fast gesagt, es muss so sein, dass einfach geredet wird, umgangssprachlich, am besten auch überhaupt nicht gegendert, weil das, soweit ich weiß, immer noch nicht im Duden eingezogen ist und hoffentlich auch nie wird. Damit einhergehend sollte die Tagesschau und alle anderen öffentlich-rechtlichen Formate auch ein bisschen weniger erzieherisch, weil das gehört eigentlich auch noch in diesen Artikel dazu, dieses asymmetrische Kommunikation nennt man das, von oben nach unten, ja, von Papa zu Kind, ja, was man wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr in öffentlich-rechtlichen Sendern, vor allen Dingen, wenn es natürlich um Politik und Gesellschaft geht, zu erleben hatte. Auch das gehört damit rein. Das sollte auch abgeschafft werden. Ja? Diese Leute werden von uns bezahlt. Diese Leute haben nicht eine Stelle über uns, hat niemand sowieso. Und sie sollten mit uns auf Augenhöhe kommunizieren. Und das kann ich halt eigentlich so nur unterstreichen. So, dann gehen wir noch bei Microsoft. Was habe ich da? Okay, ich glaube, das ist auch für heute der letzte Beitrag. Die Frau von Nawalny, vom verstorbenen Nawalny, für Stimmabgabe vor russischer Botschaft in Berlin. Die Witwe des in Lagerhaft verstorbenen russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny hat sich am letzten Tag der russischen Präsidentschaftswahl in der Warteschlange vor der russischen Botschaft in Berlin eingereiht, um ihre Stimme abzugeben. Gut, ja, müsste man jetzt nicht viel dazu sagen. Wird halt hier auch ein persönliches Schicksal natürlich dazu benutzt, halt unterschwellig auch Stimmung gegen, nicht nur gegen Putin, sondern gegen Russland zu machen. Letztendlich interessiert es mich eigentlich nicht so sehr. Muss ich sagen, das hört sich jetzt brutal an, aber Einzelschicksale dieser Art gibt es überall. Gab es auch zum Beispiel bei uns in Deutschland, ja, wenn ich nur an die Corona-Zeit denke und dass Menschen ins Gefängnis geschmissen worden sind, weil sie eine andere Meinung vertraten als die offizielle, dass Ärzte, die Atteste ausgestellt worden sind, kriminalisiert worden sind und halt auch ins Gefängnis gegangen sind für viele Monate, ja, da habe ich leider von Microsoft Network und anderen offiziellen Medien wenig gehört und gesehen. Und da hat es auch keine Sau anscheinend interessiert, zumindest mal nicht die 80%, die alles ja anscheinend für gut gefunden haben, was in Corona passiert ist. Okay, insofern ist es für Sie persönlich, obwohl Sie übrigens nimmer mit Nawalny zusammen war, zum Zeitpunkt, wo er ins Gefängnis kam, da gab es allerdings pro-russische Propaganda der übelsten Sorte, muss man natürlich an der Stelle auch sagen, wo dann ein Fake-Video durchs Internet kursierte, was die Frau dann wieder ganz anders darstellte und die Mutter von Nawalny entsprechend angeblich Aussagen gemacht hat. Das war alles Fake-Video. Also wer sowas gesehen hat, braucht es nicht zu glauben. Es war eine pro-russische Propaganda. Aber auch an der Stelle habe ich gesagt, es gibt Propaganda, gerade in Kriegszeiten, hüben wie drüben. Und es gibt auch einen Spruch, der mir so gerade einfällt. Also die Wahrheit ist das erste Opfer jedes Krieges. Ja. Insofern muss ich auch selber sagen, alles was mit der Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt speziell jetzt zu tun hat, wenn ich es mir überhaupt anschaue, dann nur mit großen Vorbehalten, weil ich wirklich davon ausgehe, dass wir belogen werden. Ja. Es gibt Leute, die das in Ordnung finden. Auch ein ehemaliger Anwalt von mir fand es tatsächlicherweise in Ordnung. Ein Anwalt aus Landsberg, den ich dann aber gefeuert habe. Wegen einer Angelegenheit hat er mich vertreten sollen, aber es hat er nicht gut getan. Ich nenne den Namen natürlich nicht, aber der hat mir tatsächlich im Vier-Augen-Gespräch gesagt, eigentlich ist es okay, wenn Politiker lügen, ja, oder auch Medien lügen, weil die Menschen für viele Wahrheiten gar nicht zugänglich sind und auch die Komplexität von entsprechenden Situationen nicht einschätzen können, hat er wirklich gesagt.
Ja, es liegt mir zwar auf der Zunge, seinen Namen zu sagen, aber bevor ich dann eine Anzeige bekomme, werde ich das jetzt nicht tun. Okay, gut, das war's für heute. Haltet euch munter, schaltet morgen wieder ein, würde mich freuen, könnt auch Kommentare hinterlassen. Und ja, bis morgen. Tschüss, euer Stefan.